Herzlich willkommen zurück an Bord zu einer Top-13-Liste. Eine Videoart, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Das letzte Mal ist schon ein paar Wochen her. Und ich freue mich aber umso mehr darauf. Und ich bin ziemlich spät zur Party. Also eigentlich ist die Party schon fast vorbei. Alle haben ihre mit Vorfreude erwartetsten Titel dieses Jahr schon lange gemacht. Das Jahr ist ja auch schon ein paar Monate alt jetzt. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt erst mache. Also A, mache ich das immer gerne etwas später, so erst Ende Januar, Anfang Februar. Gut, jetzt haben wir schon April, aber ich mache das gerne, weil dann so die ersten Neuheiten auch erst angekündigt werden fürs Jahr. Stimme ich ganz, ne? Auch im Herbst kommen schon ganz viele Neuheiten raus. Aber es gibt dann nochmal so diese Flut mit der Nürnberger Spielwarenmesse, die gut dieses Jahr nicht stattgefunden hat, aber trotzdem kommen dann sehr, sehr viele klassischerweise Vorankündigungen raus für das ganze Jahr. Und deswegen lasse ich mir normalerweise was Zeit. Nicht so viel wie jetzt. Und eine kleine Nebeneffekt ist auch, dass ich die Liste schon mal gemacht hatte, dann schon ein paar Spiele bekommen habe und gespielt habe. Und ich dachte mir, naja, die erwarte ich ja jetzt nicht mehr mit Vorfreude. Die habe ich ja schon gespielt. Deswegen habe ich die runtergeschmissen. Ich komme jetzt gleich dazu, welche. Und nochmal 13 neue Titel. Also nicht 13, aber 3 an der Zahl hatte ich dann schon gespielt. Ich gebe euch gleich einen ganz kurzen Eindruck, welche das waren und was ich davon gehalten habe. Bevor wir das machen, geht es natürlich mit Musik los. Ich glaube, so schlecht wurde ein Intro noch nie angekündigt, aber ist egal, dieser Kanal ist nicht unbedingt für seine Professionalität oder gute Moderation bekannt. Nichtsdestotrotz, also, was war vormals auf der Top-13-Liste drauf? Deswegen habe ich sie jetzt nochmal neu gemacht und zwar auf Nummer 9, das neunst am heißesten erwartetste Spiel und wir sind noch nicht gut für gute Grammatik hier bekannt auf dem Kanal, war Kubitos, so ein Würfelrennspiel. Das habe ich auch in meinem neuesten Logbuch schon behandelt, das die nächsten Tage rauskommen wird. Das mir ziemlich gut gefällt. Auf Nummer 6 war die Crew, Mission Tiefsee, der Nachfolger zum Mega-Hit Die Crew. Auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auf Nummer 5 war natürlich Red Rising, wobei eigentlich nur auf Nummer 5, weil normalerweise, wenn so ein Stonemaier Games Spiel angekündigt wird, ist das fast immer auf Nummer 1. Das war durch die nicht ganz so, wie ich sie mir erhofft hatte, Ankündigung oder die Spiele davor, halt nicht ganz so hoch, aber trotzdem die Nummer 5, die Nummer 6 und die Nummer 9 mussten neu gesucht werden sozusagen, beziehungsweise andere Spiele sind hochgerutscht und jetzt fangen wir mit der wirklichen Top 13 an und zwar auf Nummer 13 ist und dafür springen wir an den Rechner, wenn es klappt, technisch hier was, ja, ihr seht es doch, ha! Und zwar ist das Sleeping Gods, beziehungsweise Schlafende Götter, wie es beim Schwerkraft Verlag dann heißen wird. Und das ist nur auf Nummer 13, es hätte auch bei vielen anderen wahrscheinlich die Chance gehabt, Nummer 1 zu sein. Ich bin ein bisschen nicht ganz so, natürlich ist immer noch Nummer 13, also von, weiß nicht, 50, 60, 70 Spielen, die in Frage kommen, ist das immer noch sehr, sehr weit oben. Ich bin aber nicht ganz so gehypt, weil es wieder ein Kampagnenspiel ist und ich bin ein bisschen abgekühlt, was die Kampagnenspiele abgeht. Nicht zuletzt Dank klingt so negativ, aber Pandemie Legacy Season 0 war ein bisschen langwierig und ich habe nicht immer die Zeit und vor allem auch nicht die Lust, mich an so ein Kampagnenspiel heranzusetzen und mich verpflichtet zu fühlen, egal wie viel Spaß das macht, da mehrere Sitzungen rein zu investieren. Vor allem, wenn man es noch nicht angefangen hat, dann weiß man ja nicht, ja, wird es wirklich gut sein. Das Spiel hat ganz, ganz, ganz tolle Kritiken bisher bekommen. Ihr seht es, 8,7 im Durchschnitt. Wobei man mal bei diesen Boardgame-Geek-Bewertungen, vor allem wenn sie noch nicht so lange draußen sind, vorsichtig sein muss. Aber es hat schon fast 1000 Bewertungen, 850, und mit 8,7 bewertet. Das ist schon sehr, sehr stark. Ein kooperatives Spiel, wo wir auf einem Schiff sind und in den 1920er Jahren, da passieren komische Dinge. Wir müssen dieses Schiff da durchsteuern. Und es sieht natürlich wieder von One-Man-Machine, Ryan Lockett, alles super klasse gezeichnet und illustriert aus. Also diese Welt ist der Grund, warum ich das Spiel spielen möchte. Und natürlich auch die vorherigen Spiele, Nah und Fern und andere Konsorten, die er gemacht hat. Und ich glaube, das wird so ein bisschen als Magnum Opus bisher bezeichnet von ihm. Und mit solchen Begriffen sollte ich hier vorsichtig sein. Wahrscheinlich sind sie auch komplett falsch benutzt. Aber hey, und die Bilder laden nicht. Aber ihr seht, dass es, ihr seht nicht, doch, warte mal, hier haben wir doch noch ein schönes ganzer Aufbau. Ihr seht, dass das sehr ausschweifend ist. Natürlich wieder dieses Buch hier als Kartengrundlage hat, die man dann umblättern kann, die Buchseiten, und dann fährt man weiter mit dem Schiff da durch. Verschiedene Charaktere muss man managen, die sich erschöpfen können, die kämpfen können. Es soll wohl ein sehr einfaches Kampfsystem sein. Also ich bin ultra gespannt, was das bringt. Werde mich vorher mal beratschlagen lassen, ob das was für mich ist, ob man das in einigermaßen in der Zeit gespielt bekommt, denn auch die Zeitangabe hier hat mich sehr verwirrt. 60 bis 1200 Minuten, klar, das ist dann die ganze Kampagne, nicht nur eine
eine Sitzung, eine Mission, wobei ich auch nicht weiß, wie die gegliedert sind, wo man da speichern kann, ob es da vorkalkulierte Save Points gibt sozusagen oder ob man dann einfach sagt, so, hier hören wir auf, wir lassen es aber am besten aufgebaut, wie lange der Aufbau braucht, alles sowas weiß ich noch nicht. Hat aber schon die Top 1000 erreicht, also wirklich sehr, sehr viele gute Kritiken bekommen, fast ausschließlich. Ich habe noch nichts Schlechtes über das Spiel gehört, aber ich bin halt so ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Deswegen Nummer 13, Sleeping Gods, Schlafende Götter. Nummer 12 ist ein weiteres Kampagnenspiel und zwar ist das Klong oder hier heißt es noch Clank Legacy, was im Grunde genommen kein neues Spiel für alle ist, denn es ist schon vor 2 Jahren, ihr seht hier 2019, rausgekommen im Englischen. Und auch das war so, ne, ich weiß nicht, muss man wieder viel Zeit investieren, noch so eine Legacy-Kampagne. Ich habe ja gerade schon gesagt, so, okay, möchte ich das wirklich nochmal durchstehen? Man braucht immer dieselbe Gruppe, das ist momentan eh schwierig an den Tisch zu bringen, aber Klong, beziehungsweise Clank, ich nenne es immer auch immer Clank, weil mir der Name besser gefällt, ist ein super gutes Deckbuilding-Spiel und ich bin nicht der Deckbuilder-Fan, aber Klong ist einer der besten, die ich kenne und die ich gerne spiele, vor allem, weil ich dieses Thema so witzig finde. Da gibt es hier schon einen kleinen Haken, denn das Klong, vor allem das Klong im Weltall-Thema, was ich sehr witzig finde, ist hier ja gar nicht drin. Es ist dieses Acquisitions Incorporated, was irgendwie eine IP ist, mit der ich gar nichts anfangen kann. Ich glaube, das basiert auf irgendeiner Fernsehserie, die es irgendwann mal gegeben hat. Ich habe null Ahnung davon und auch eigentlich an der IP null Interesse. Dennoch weiß ich, dass dieses Spiel auch richtig gut ankam, dass es von vielen als das beste, weil am ermutigendste Legacy-Kampagne gesehen wurde, weil da immer wieder was Neues passiert. Das war nicht dieses, wir machen immer das Gleiche in jeder Kampagne oder in jeder Sitzung, sondern es passiert immer irgendwas Neues. Man kann sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und das könnte mich, glaube ich, dazu bewegen, dass es für mich nicht mehr so, ja, dieses Gleich-Gleich ist. Und da freue ich mich drauf. Ich weiß auch, dass es durch die Kurzweiligkeit dann bei mir wahrscheinlich auch nochmal schneller an den Tisch kommt und man auch eine Verabredung schneller treffen kann. Für mich, oh ja, ich habe so Lust, das zu spielen. Das hat, wie gesagt, bei Pandemic Legacy Season 0, ohne dass das ein schlechtes Spiel war, ich möchte das jetzt gar nicht mal als Negativbeispiel nehmen, hat das trotzdem so ein bisschen halt abgenutzt sich. Und das hoffe ich, dass das hier nicht so ist. Aber deswegen ist es auch weiter unten auf meiner Liste. Es gab noch ein anderes Legacy-Spiel, was, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich sogar die 12 übernommen hätte, statt Klong Legacy. Und zwar ist das Sagrada Legacy. Sagrada, dieses kleine Würfelspiel, also klein, kurze Würfelspiel, sage ich jetzt mal, wo man diese Fenster zusammenbaut. Das soll wohl rauskommen, 2021. Ich glaube da nicht dran. Es gibt noch keinen Board Game Geek-Eintrag, zumindest bis dato jetzt. Es ist nur was in einem Thread bekannt. Und es ist wohl auch schon von den Designern offiziell in Anführungszeichen angekündigt. Ich weiß zwar nicht, warum es dann keinen Eintrag bei Board Game Geek gibt. Es gibt einen Thread, wo sich darüber unterhalten wird. Und das ist so ein kurzes, kleines Spiel, wo ich mir dieses Legacy-Konzept sehr, sehr gut vorstellen kann. Nicht mit der Story, weil was sollen wir da für eine Story vor uns rantreiben? Wir bauen jetzt hier ein Fenster, da ein Fenster. Das ist aber auch egal. Wenn neue Spielelemente nach und nach dazukommen mit jeder Sitzung, mit jedem Spiel, mit jeder Spielrunde, bin ich total dabei. Denn diese Story, die ist halt dann auch mal sehr, sehr viel Zeit einnehmend. Und wenn sich so ein selbstentwickelndes Spielbrett hat bei Sagrada, wo wir dann irgendwelche Sachen machen können, dann wäre ich da schon sehr, sehr, sehr aufgeregt und noch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aufgeregt, weil ich es leichter an den Tisch bekommen könnte als Klong oder Clank Legacy. Aber man weiß halt nichts darüber. Ich habe keine Ahnung über Sagrada Legacy, ob es dieses Jahr wirklich rauskommt. Es soll, aber ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf beide natürlich. Und ich werde, im Grunde muss ich schon sagen, dass Sleeping Gods eben, muss ich gucken, ob ich das, also wenn es mal jemand mitbringt, würde ich es auf jeden Fall mal Probe spielen, aber das werde ich mir jetzt nicht blind bestellen. Klong Legacy sollte der Preis einigermaßen okay sein, würde ich mir das kaufen und Sagrada Legacy würde ich mir tatsächlich sofort in den Warenkorb schmeißen. Nummer 11 ist, ihr seht es hier, Lions of Lydia. Das war so ein Spätzünder bei mir, wo ich erst, also ich habe ein paar Mal schon über das Spiel gehört, ich habe auch schon ein paar Mal gesehen, wie schön dieses Cover ist. Dann habe ich auch gesehen, dass es von Designer Johnny Peck ist, der vor allem ja auch, ich habe ihn hier noch einmal aufgerufen, Coloma und Sarah West gemacht hat, die ich beide gut bis sehr gut fand. Und der hat sehr, sehr viele Spiele gemacht, die in den letzten Jahren sehr beliebt waren. Bei mir ist nicht alles so gezündet, aber ich kann schon verstehen, dass der sehr beliebt ist. Dann habe ich mir aber die Beschreibung durchgelesen und vor allem ist dann mein Blick auf diese Kategorien- und Mechanismen-Tabelle hier gefallen. Und da war ich dann tatsächlich gehuckt. Denn erstmal Kategorie City Building. Jetzt muss man sagen, dass City Building häufig sehr, sehr breit gefächert ist und das nur so lose dann damit zu tun hat. Aber ich liebe Citybuilding als Kategorie oder Oberbegriff für Spiele. Ich mag das, wenn wir eine Stadt aufbauen. Jetzt weiß ich nicht, wie nah dieses Spiel dem kommen wird, denn es ist in 30 bis 60 Minuten. Normalerweise brauchen so Spiele, Citybuilding-Spiele für mich ein bisschen länger, dass man auch so das Gefühl hat, man hat wirklich was aufgebaut. Dann die Grafik ist klasse und es ist ein Backbuilder. Zur Grafik komme ich gleich noch, ich mache gleich noch ein paar Bilder auf.
wenn sie diesmal laden. Ganz, ganz viele Mechanismen, Backbuilding, Worker Placement. Aber dieses Backbuilding ist hier sehr, 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 sehr schön beschrieben, dass wir unsere Händler Meeple werden es nämlich an sein. Dass die, ich vermute, dass die Meeple-Händler sind, die wir aus unserem Beutel ziehen, die dann bestimmte Sachen machen können. Und das hat mich weit entfernt ein bisschen an Five Tribes erinnert, so, ne, dass man verschiedene Meeple, die verschiedene Fähigkeiten haben, hoffe ich jetzt mal. Das Spiel sieht klasse aus, es hat auch Kartenmanagement drin, es gibt auch viele Karten, die ihr hier seht, auch die sehr, sehr schön gezeichnet. Sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Ich weiß auch nicht, wie komplex das Spiel sein wird, denn auf den ersten Blick wirkt das für mich ziemlich komplex, wobei in 30 bis 60 Minuten, wie viel Komplexität kriegt man da rein, muss man dann auch gucken. Und es ist bisher mit einer sehr, 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 sehr niedrigen Zahl vorbewertet. Wobei, gucken wir mal, wie viele da bisher abgestimmt haben. Okay, 9 Leute haben das bisher, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Also ich weiß nicht genau, wie komplex das Spiel sein wird. Ich hoffe aber, dass es so ein bisschen ins leichte Kennerspiel reingeht, damit man ein bisschen ja, mehr zu tun hat und ein bisschen mehr Entscheidungen treffen muss. Aber über die Optik kann man wirklich nichts Schlechtes sagen. Die gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ist das hier die Stadt, die man schon aufbaut? Um hier so einen Springbrunnen rum? Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Von Designer Johnny Peck, Lines of Lydia. Dann in der Top 10 angekommen ist Shadow Network. Und das ist einzig und allein wegen des Themas drin. Ich liebe Spiele, die dieses Agenten-Thema haben. Auch deswegen war ich so mega gehypt, als ich mitbekommen habe, dass Pandemic Legacy Season 0 dieses Agenten- und Kalter Krieg-Thema hat. Ich suche immer noch so ein Spiel, was das für mich in wirklich dieses Thema in meinen Kopf reinbringt. Dass man nicht weiß, wem kann man trauen auf dem Spielbrett, dass es verschiedene Fraktionen gibt, ob es jetzt die CIA ist oder die Russen, die sich gegenseitig ausbaldowern, die nicht genau wissen, wem kann man trauen, was machen wir hier, wem müssen wir Informationen abluchsen, welche Missionen müssen wir machen. Und ich hoffe, dass das so sein wird. Hier sammelt man Einfluss in der Welt. Ich finde, das Spiel sieht cool aus, wobei ich mir noch nicht viel darunter vorstellen kann. Das ist wirklich ein Spiel, es gibt ja immer Spiele, wo man schon weiß, das wird bestimmt was für mich sein. Das hier ist halt vom Thema was für mich, aber es könnte vom Spielerischen komplett in die Hose gehen für mich. Das muss ich dazu sagen. Trotzdem spricht mich dieses Thema halt mega an. Ich finde die Optik sehr, ich muss gar nicht das immer haben, dass dann bei so Themen die Optik so komplett fotorealistisch ist oder sogar Fotos genommen werden. Auch wenn mir jetzt das Detective eigentlich ziemlich gut gefällt vom Thema und auch Detective LA Crimes als Spiel, wo es um ein bisschen auch sowas Ähnliches geht, wo man Verbrechen und auch manchmal Vertrauen aufbauen muss. Da waren halt Fotos mit drin, das hat mir nicht so gut gefallen. Die Grafik hier gefällt mir richtig gut. Auch das mit den 60er Jahre, 50, 60er Jahre Accessoires, die dann immer rumstehen, das haben ja viele Spiele, dass dann so ein dreckiger Kaffeepott noch irgendwie an der Seite steht. Das spricht mich total an. Ich finde dieses Thema sehr, sehr interessant. Und wenn man jetzt sagt, ja Flo, worum geht's denn da drin? Ich weiß es selber nicht genau, aber ich freue mich einfach drauf. Designer Ralph Rosario, schauen wir mal, was der bisher gemacht hat, sagt mir auf den ersten Blick jetzt auch nichts. Nee, hat bisher auch nur The Alpha gemacht. Letztes Jahr kam das, glaube ich, raus. Da weiß ich aber auch nicht so viel drüber. Aber hey, geben wir ihm mal die Chance, dass er uns wegreißt. Nicht nur mit dem Thema, sondern auch hoffentlich mit den ganzen Spielkomponenten, die drin sind. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ich das schon sehe hier, die Welt bereisen als Agent. Hoffentlich wird es ein Knaller. Dann Nummer 9, Dead Reckoning. Auch das war ein später Zukommer, was hochgerutscht ist, weil, und dann einiges hochgerutscht ist, weil ich ein paar schon gespielt hatte, habe ich eben erwähnt. Titel, die ich schon gespielt habe und dann nicht mehr mit Vorfreude erwartet habe auf dieser Liste, sondern schon gespielt hatte. Und Dead Reckoning ist aus mehreren Gründen dann deutlich hochgerutscht. Und zwar erstmals wegen des Designers John D. Clare, der viele andere Spiele gemacht hat, der bei AEG ja, glaube ich, so ziemlich der Hausdesigner ist, der sehr viel gemacht hat. Und immer mit diesen durchsichtigen Karten viel gemacht hat, aber auch Kubitos gemacht hat, was ja witzigerweise das Spiel ist, was runtergerutscht ist, weil ich schon gespielt habe von der Vorfreude-Liste hier. Das hier ist, glaube ich, ein Tick komplexer und es spielt in einem meiner Lieblingssettings, wobei nicht ganz so weit wie gerade eben Shadow Network im Kalten Krieg mit Agenten, sondern in der Karibik. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Hier bauen wir unsere eigenen Karibik-Schiffe zusammen, soweit ich das mitbekommen habe.
Auch das sieht, ihr seht schon, also das sieht ein bisschen komplexer aus. Die Karten, nehme ich an, sind auch wieder diese klaren Plastikkarten, weil ich es nicht nur annehme, sondern ich weiß es, ich habe mir nämlich die Fotos vorhin schon angeguckt. Und die Karten symbolisieren so ein bisschen die Crew, die ihr aufbessern könnt von eurem Karibik-Schiff, mit dem ihr da durch die Gegend segelt. Und warte mal, habe ich das, ich glaube, ich habe es nämlich noch auf. Ja, genau, hier. Da könnt ihr die Crew dann verbessern und bestimmte Modifikatoren dazu packen. Ich nehme an, sie besser machen oder beeinflussen auf irgendeine Art und Weise. Und ja, hier, da bin ich ja immer schon ein bisschen vorsichtig. Ne? Wenn da schon beim Rauskommen des Spiels mehrere Erweiterungen mit dabei sind, da bin ich irgendwie, okay, was ist das hier? Das sieht aus wie das 16-Bit, die App-Variante oder so. Ich weiß nicht, was das für ein Bild ist, keine Ahnung. Aber mir reicht dann meistens nämlich schon das Grundspiel. Viele weitere Bilder sind jetzt nicht da, aber das, was man sieht, natürlich aber auch das Cover, sieht schon mal sehr, sehr schmackhaft und schön aus. Und Piratenthema, gerade in der Karibik, und dann aber auch, muss man ja sagen, dass der Designer mir nochmal mehr Vorfreude verleiht, wenn ich weiß, dass ich den gut finde oder die letzten Spiele von ihm gut finde, als dann das Thema. Aber da freue ich mich auch drauf. Vor allem, weil es das erste Spiel auf der Liste ist, wo ich mir wirklich sicher bin, dass es ein heftiges, in Anführungszeichen, Kennerspiel ist. Das, bei Sleeping Gods, ich glaube, das ist gar nicht so komplex, wie ich am Anfang dachte. Shadow Network, weiß ich nicht. Lines of Lydia, hoffe ich nur. Noch keine Ahnung. Jetzt bei Dead Reckoning hier, bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das ein sehr komplexer, Knallerspiel, nein, Kennerspiel-Knaller wird. Und ich freue mich drauf. Dead Reckoning Nummer 9. Nummer 8 war vor einiger Zeit bei Kickstarter vor ein paar Wochen. Und da dachte ich mir schon, okay, das könnte vielleicht das mit am meisten Vorfreude erwartetste Spiel 2021 werden, als ich es gesehen habe. Weil es von Designer Simone Luciani und Nestore Mangone ist. Und es ist so ein bisschen in der, wie heißt das? Ich muss immer wieder hingucken, welcher Newton ist es. Welcher berühmte Erfinder bzw. Naturwissenschaftler es war. Jetzt ist es Darwin in dieser Saga, in der Serie hier. Und man muss nicht mehr viel sagen. Ich glaube, viele Leute kennen die Designer und wissen, dass da ein Eurospiel-Kracher steht, wo das Thema nicht ganz so im Vordergrund steht, aber auch nicht ganz zu vernachlässigen ist. Also es hat immer ein bisschen was mit Forschung zu tun und was für Mechanismen dann die beiden sich da haben einfallen lassen. Oder ich sollte eher sagen, welche Mechanismen, Mischmasch-Sachen da zusammengewurschtelt wurden. Hier ist wieder eine komplette Bataillon an Mechanismen, die mir aber jetzt bisher nicht viel sagen. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Video dazu angeguckt bei Rado. Da hat es mir gut gefallen. Hat mich auch an Newton erinnert mit den Wegen, die man da geht. Die man bestimmte von diesen Tracks da voranschreiten muss und dann weitere Wissensgebiete, ich weiß nicht, ob es Wissensgebiete waren, oder weitere Gebiete erkunden kann, mit denen man dann mit seinen Meeples dann erforschen kann. Wobei das alles sehr, selbst wenn ich es gesehen habe, sehr nichtssagend ist, bis ich diese Spiele vor mir habe, die eher ja, Mechanismen getrieben sind von den Designern, weiß ich noch nicht genau, ob das mich so wirklich anspricht. Aber ich gebe denen sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren, weil die Spiele, die normalerweise rausbringen, wenn die beteiligt sind, mir immer richtig gut gefallen. Ist jetzt ein Spiel, über das ich nicht ganz so viel sagen kann, weil eben ich es erst spielen muss. Aber es ist trotzdem so, dass ich mich wegen den Vorschusslorbeeren, wegen der Track-Historie, die die beiden Designer haben, sehr, sehr darauf freue. Und ich glaube, das können ein paar von euch, die diese Spiele mögen, auch verstehen, oder? Dann Nummer 7. Auch das hier ist hochgerutscht, weil andere Spiele schon vorhanden waren in meinem Logbuch quasi, die ich schon gespielt habe. Und zwar auch wegen des Themas Dice Theme Park, ein Vergnügungspark mit Meepeln quasi, oder in dem Fall dann mit Würfeln, aber im Brettspiel, in der Brettspielwelt umgesetzt, finde ich sehr, sehr spannend. Ein Thema, was mir auch sehr im Herzen liegt. Und dazu noch die Designer Adrian Arabescu und Daryl Andrews, die ich eben im Vorbeigehen schon mal erwähnt hatte. Das sind die Designer von Sagrada. Und wenn es ein Thema gibt, wo ich mir mal ein Brettspiel gewünscht habe vor ein paar Jahren, dann ist das definitiv Theme Park, also Vergnügungsparks. Jetzt gibt es ein paar Spiele, die da in den letzten Jahren angekündigt wurden. Ich glaube, das haben viele gemerkt, dass es da irgendwie ein Loch gab, keine wirklich guten Umsetzungen oder fast gar keine Umsetzung vor ein paar Jahren noch zum Vergnügungspark-Thema. Und jetzt kommen ganz viele raus, die irgendwie wahrscheinlich inspiriert voneinander oder gleichzeitig zufällig rauskommen. Ist aber auch ein cooles Thema. Und hier, ihr seht, nicht viele Informationen. Auch das ist noch alles mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also wie schwer oder komplex das Spiel wird. Ich glaube, das ist auch so ein gutes Kennerspiel, was weswegen auch das hier ist. Es gibt nämlich noch andere Spiele, die das Vergnügungspark-Thema mit drin haben, die aber deutlich leichter angesiedelt sind, auch schon letztes Jahr teilweise rausgekommen sind.
Hier sind die Würfel unsere Gäste, die wir dann probieren zufriedenzustellen in unserem Park. Die Mechanik, die ich ganz witzig fand, dann noch mit den Würfeln da drin, ist, dass du die Würfel, wenn die eine Attraktion besuchen, wenn die Achterbahn oder sowas fahren, dass man dann den Wert der Würfel, den Augenwert, verkleinern muss. Und wenn der Wert unter Null sinkt oder auf Null sinkt, dann verlassen die den Park eben. Also so viel Lust haben die, diesen Park zu besuchen, und dann möchten die Freude haben daran, irgendwelche Attraktionen zu besuchen, Achterbahn zu fahren oder Riesenrad zu besuchen, die Aussicht zu genießen. Und dann haben die quasi von ihrer Vergnügungssucht geheilt und dann haben sie den Park wieder verlassen und wir haben hoffentlich viel Geld aus der Tasche gezogen, nehme ich mal an, dass es so sein wird. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, inklusive diesem DICE-Logo oder wie dieser DICE-Slogan geschrieben ist von DICE Theme Park, das ist vom selben Herausgeber wie DICE Hospital hier. Das sind aber andere Designer, und DICE Hospital war auch lange auf meiner Vorfreudeliste vor 2 Jahren und dann, oder inzwischen sogar, nee, vor 2 Jahren, da kam es nämlich im Deutschen raus, glaube ich. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, ist mir nicht komplex genug, also außerdem habe ich eine Krankenhaussimulation schon hier stehen, aber eine Vergnügungsparksimulation habe ich noch nicht stehen. Deswegen, wenn ihr DICE Hospital schon gespielt habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt oder was ihr davon haltet und ob ihr euch deswegen jetzt mehr oder weniger auf DICE Theme Park freut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Wenn es ein Muster gibt auf dieser Top 13 Liste, dann ist es so ein bisschen das mysteriöse Agenten-Thema, Deduktionsspiele, wobei ich nicht weiß eben bei Shadow Network, ob da wirklich so viel Deduktion drin ist oder was da sein wird. Hier bei Vienna Connection wird auf jeden Fall jede Menge Deduktion in der Forschung und Detektivarbeit gefragt sein. Detektiv ist nämlich ein gutes Stichwort, denn Vienna Connection ist so der spirituelle Nachfolger von Detective, von Designer Ignacy Cevicek. Der sagt, dass Vienna Connection nochmal ein verfeinertes Mechanismenkonstrukt hat, noch ein bisschen komplexer, aber auch man nochmal mehr das Gefühl hat, dass man ja Forschung anstellt und sowas, ein Team durch die Gegend schickt. Sobald ich das gehört habe, ich wusste noch nichts anderes außer den Namen und das Cover, ist auch egal, auf jeden Fall, sobald diese Ankündigung kam damals, war ich total gespannt darauf, wie das hier sein wird. Denn Detective ist ein Spiel, was ich jetzt in letzter Zeit nochmal viel, viel häufiger gespielt habe, als ich es gedacht hätte. Ich habe es nochmal angefangen, ich hatte es damals angefangen, wir haben es nicht wirklich zu Ende gespielt. Dann kamen die LA Crimes und die Detective Erste Fälle Edition raus und wir waren in unserer Spielerunde so süchtig danach, den nächsten Fall, und dann haben wir uns wirklich probiert, so zusammenzukommen, dass wir es wirklich häufig spielen können, weil das sollte man auch machen. Aber es hat natürlich, also Detective jetzt, viele Schwachstellen. Es dauert teilweise viel zu lange. Es gab ein paar Übersetzungsprobleme. Da muss ich jetzt tatsächlich auch sagen, ja, definitiv hatte ich erst ganz spät bemerkt, dass dem so ist. Aber sonst hatte es halt so viele Vorteile, dass die definitiv im Vordergrund standen und das überwogen haben. Und hier hoffe ich, dass es ein bisschen thematischer noch wird, dass auch wieder die die Online-Datenbank, die wir da benutzen in Detective, im Vordergrund steht, mit der wir Nachforschungen anstellen können. Denn das, was Detective eben hatte, ist, dass es sich so angefühlt hat, als würde man Polizei- oder Detektivarbeit machen wie kein anderes Spiel zuvor, muss ich sagen. Da war zwar kein Virtual Reality dabei wie bei anderen oder keine Überraschungen im Sinne von, dass da jetzt dann in dem Video was passiert oder sowas oder in der Augmented Reality Welt. Aber es war halt von der Geschichte so toll geschrieben und nicht so ganz dynamisch, das ist vielleicht das richtige Wort dafür, nicht so dynamisch wie andere Detektivspiele oder Fälle, aber und auch nicht so rätsellastig wie jetzt ein Exit oder ein Escape Room Spiel, aber es hat mich da abgeholt, wo ich dieses Spiel oder diese Spielereihe, Spieleart gerne sehen würde, und ich hoffe, dass die Weiterentwicklung nochmal schöner ist, mit nochmal cooleren Fällen vielleicht, mit einem nochmal verfeinerten Thema. Und dann bin ich gespannt, was uns Ignacy da gezaubert hat. Denn das ist ein Spiel, das wird, bei vielen bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich 2021 kommen. Das bin ich mir sicher, kommt raus und dann wird das alsbald vielleicht sogar noch im englischen Original gespielt. Ich kann jetzt mal, bevor ich euch die ganze Zeit voll quatsche, natürlich noch ein paar Bilder sehen. Da wird vielleicht was gespoilert, keine Ahnung. Ich habe mich genauso oder nicht genau hingeguckt. Ist auch viel auf Polnisch geschrieben, beziehungsweise dem Thema natürlich entsprechend auch dann auf Deutsch, weil es in Österreich ja wahrscheinlich spielt. Hier kann ich gar nichts lesen, aber ich freue mich sehr drauf. Die Tokens, die hier abgedruckt sind, die kennen wir schon 1:1 genauso aus Detective. Also ist definitiv davon inspiriert oder eine Weiterentwicklung davon. Das wird ja auch gar nicht verheimlicht. Aber schauen wir mal, wie weit. Ich hoffe, dass jetzt, wo ich das hier gerade sehe, dass das Regelheft ein bisschen besser ist. Wobei viele Regeln braucht es halt nicht, aber die es brauchte,
die war nicht so ganz, wusste ich nicht ganz, manchmal, was muss man jetzt machen, wo lese ich jetzt nach, da hoffe ich, dass es eine Verbesserung gibt. Und auch sonst kann es noch mal ein bisschen verfeinert werden. Und die angegebene Spielzeit hier mit 90 bis 120 Minuten ist definitiv besser und machbarer, schaffbarer für eine Mission als die 3, 4, 5 Stunden teilweise, die eine Detective-Sitzung gebraucht hat. Also ich bin frohen Mutes, muss ich sagen. Wir in der Connection, deswegen auch knapp vor der Top 5, aber sehr weit oben auf der Top 13 Liste. Nummer 5 ist Glow. Und da war ich lange Zeit gar nicht von so überzeugt. Also ich hatte dieses Cover gesehen und dachte mir, das zieht mich überhaupt nicht an. Das finde ich überhaupt nicht schön. Das ist doch irgendwie so ein Prototyp wahrscheinlich, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir aber so, ja, okay, komm, lässt du mal auf deiner Beobachtungsliste ganz, ganz, ganz weit unten. Und dann kam mir in Sinn, Moment mal. War nicht Cédric Chapuisy, ist der Designer eines meiner Lieblingsspiele von Lewis und Clark, der sollte doch dieses Jahr mindestens ein neues Spiel rausbringen. Das war angekündigt. Und dann auch im Zuge dieser Liste, der Top 13 Liste, auf die ich mich freue dieses Jahr, dachte ich mir, Moment mal, der bringt doch ein Spiel raus. Dann habe ich nochmal bei ihm geguckt, dann dachte ich mir, ja, Moment mal, habe durchgeklickt. Und es ist mir dieses Cover gar nicht aufgefallen, weil ich es halt so hässlich, schwarz-weiß und vergessenswert finde. Muss ich wirklich sagen. Das ist vielleicht Geschmackssache, vielleicht findet ihr es total schön. Ich kann es ja auch nochmal größer machen. Aber ich finde es, es sieht halt aus wie, ja, ja gut, das ist ein Spiel, was irgendwie 2024 mal rauskommen wird und bis dahin auch Farbe gefunden hat. Das ist aber das finale Cover, wie ich das gehört habe. Und dann habe ich halt gesehen, ah, Cédric Chapuisy bringt Glow raus. Okay. Und ihr seht, ist es dann doch auf Nummer 5 gerutscht. Vielleicht wäre es mit Artwork, was mir mehr ja, nicht mal gefallen würde. Weil ich glaube, das ist der Stil des Spiels, dass dieses schwarz-weiße Artwork da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Welt ein bisschen einfärben mit unseren Spieleaktionen. Viel weiter habe ich mich nicht damit beschäftigt, außer dass ich weiß, dass es schöne, bunte Würfel gibt. Und der Thomas von Play That Funky Board Game hat es auch schon gespielt und meint, es ist sehr gut und es ist wirklich in den 45 Minuten spielbar. Denn da war ich auch so ein bisschen, ich hätte lieber noch so ein kniffliges 90 Minuten bis 2 Stunden Spiel von Cédric Chapuisy gehabt, weil das kenne ich ja schon von ihm. Andererseits auch sehr eingebildet, weil ich mir denke, naja gut, lass den doch erstmal zeigen, was er in 45 Minuten erst kann. Und normalerweise mag ich ja auch kürzere Spiele. Ich hoffe, dass dieses Spiel schön wird. Also schön wird im Sinne von, dass es sich schön spielt. Ich möchte mir gar nicht zu viel angucken, denn dann habe ich Schiss, dass das weiter runterrutscht. Ich gebe ihm die Vorschusslorbeeren, die er in meinen Augen verdient hat. Es ist aber nicht auf Nummer 1, weil ich das halt einfach, ja, nee. Ich finde es nicht schön, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nicht nur was die Optik angeht, sondern auch was es angeht, dass die Spielmechanismen angeht. Und wenn Thomas sagt, es ist gut, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein ganz schlechtes Spiel ist. Wir haben zwar häufiger mal unterschiedliche Auffassungen und Meinungen von Spielen, natürlich, klar. Aber ich hoffe es einfach nur. Finger sind wirklich alle gedrückt, alle Daumen sind gedrückt, weil Finger gekreuzt ist ja eher, wenn ich lüge. Also nein, ich hoffe, dass dieses Spiel gut ist. Wenn ihr es schon gespielt habt oder irgendwas mehr darüber wisst, nicht mal genau, worum es geht, das möchte ich, wie gesagt, gar nicht wissen, aber wenn ihr denkt, dass es ein gutes Spiel wird, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder wenn ich total daneben liege und ihr das Cover einfach schön findet, das würde mich auch interessieren, ob ihr das, also einfach mal, vielleicht mache ich eine Umfrage noch, findet ihr das Cover schön, weil es ein Spiel ist, was mir wahrscheinlich am Herzen liegen wird, oder ist es hässlich? Also, ich bin eher bei der zweiten Meinung. Aber schauen wir mal. Glow. Dann von Glow, einem Spiel, wo ich nicht so viel weiß, zu einem Spiel, wo ich relativ viel schon so weiß. Und zwar Beyond the Sun. Auch das ist ein 2020er Titel, über den ich mich letztes Jahr sehr, sehr viel informiert habe. Denn ich war so kurz davor, den schon zu bestellen, weil ich mir dachte, ja, ich weiß nicht, ob der jemals im Deutschen rauskommt. Kam von Rio Grande Games und bei denen ist man nie so ganz sicher, kommen die irgendwann mal überhaupt nach Deutschland. Ein Spiel, wo ich nenn's mal Worker Placement auf eine andere Art und das behaupten viele Spiele von sich, aber hier ist es halt wirklich so. Und zwar seht ihr hier, das ist so ein Tech Tree, so ein Technologiebaum, wo wir Aktionen machen können, unsere Arbeit hinschicken können und dann können wir gemeinsam quasi, obwohl es kein kooperatives Spiel ist, sondern ein kompetitives Spiel, diesen Technologiebaum vervollständigen und je nachdem, wie viele Grundtechnologien wir erforscht haben, wie viele wir bedient haben sozusagen mit unseren Arbeitern, umso weiter wächst dieser Technologiebaum und wir haben Einfluss darauf, welche Technologien es dann weiter gibt. Natürlich hoffen wir, dass wir die erfinden, den Technologiebaum so füllen, die uns am meisten Nutzen bringen. Vom Thema im Weltraum, ich sage immer, im Weltraum kann ja alles stattfinden, deswegen finde ich das kein spannendes Thema. Trotzdem muss ich sagen, dass mich dieses Thema dann schon interessiert. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich.
Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo dieses Technologiebaum-Thema sonst so stattfinden könnte. Und es gibt ja auch viele Spiele im Weltraum, die mir sehr, sehr gut gefallen. Von Pulsar bis Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy. Muss ich nochmal hinter mich gucken, weil ich den Namen auch immer vergesse. Eminent Domain. Spiele dieser Art. Und das hier ist durchaus ein komplexeres, ohne dass ich es gespielt habe, aber ich habe mich wirklich sehr gut informiert im letzten Jahr. Ein komplexeres Kennerspiel. Und ich weiß nämlich, dass es von Strohmann Verlag, Strohmann Miepel? Miepel-Strohmann? Wie heißt es denn? Ich gucke nach. Nach Deutschland gebracht wird. Und ich mich da sehr, sehr drüber freue. Strohmann Games. Nee, war der erste Versuch war richtig. Ihr seht auch hier drei, ich glaube, diese Bewertung mit 3 von 5 Punkten, was die Komplexität angeht, die ist schon relativ realistisch. Und hier die Würfel, die ihr hier seht, die man, glaube ich, soweit ich es mitbekommen habe, nicht einmal Würfel. Die sind eher so Platzhalter, Miepel-Ersatz sozusagen mit verschiedenen Seiten, verschiedenen Stärken auf den verschiedenen Würfelseiten. Das ist ein Spiel, auf das ich mich tierisch freue. Es war mal für eine kurze Zeit auf Nummer 1 das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Aber dann kamen noch, wie gesagt, ja, 3 an der Zahl, seht ihr ja gleich die, oder seht ihr jetzt schon an der Platzierung Nummer 4 hier, die das vom Treppchen verdrängt haben. Aber das heißt nicht, also zwischen 5 und 4 ist einiges an Abstand und die Top 4 werde ich mir definitiv ungefragt sozusagen, ungetestet bestellen und Beyond the Sun, ich freue mich tierisch darauf, weil das ein Spiel ist, was sehr, 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 sehr gut angekommen ist und was in mir ausgelöst hat, wo ich denke, boah, muss ich spielen, will ich haben. Technologiebäume ist auch was, das habe ich aber auch so nach und nach gemerkt, dass Technologiebäume was sind, was mich sehr, sehr interessiert an Spielen und davon gibt es in Beyond the Sun einiges. Dann auf dem Treppchen. Es ist quasi eigentlich nochmal Shadow Network, muss man sagen. Jetzt sagt ihr, was? Nee, komisch. Es ist The Initiative, was auch seit einiger Zeit, jetzt in den letzten Wochen, ziemlich stark getrennt ist hier bei der Hotness of Board Game Geek. Und Designer Cory Konieczka, ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, aber viele sprechen ihn so aus, habe ich immer gehört. Überhaupt nicht mein Designer normalerweise. Sehr viel Amerithrash hier von Twilight Imperium, Star Wars Rebellion. Sehr viele Spiele, die überhaupt nicht meins sind. Aber ein hochdekorierter Designer, kann ich überhaupt nichts gegen sagen, nur normalerweise halt nicht meinen Geschmack getroffen, sowohl was Thema angeht, vor allem was Thema angeht, und Mechanismen, häufig sehr, sehr lange Spiele. Ne? Also Twilight Imperium und jeder, der jetzt was anderes sagt, nein, auch die ganzen Star Wars Titel, die er gemacht hat, sind sehr lang und man hat mich schon häufig gefragt, ah, willst du nicht mal mitspielen? Ich so, ja, wenn ich 3, 4, 5 Stunden Zeit habe, gerne. Vielleicht nicht ganz gerne, aber auf jeden Fall mal bin ich gespannt, wie es sich ausspielt. Dieses hier ist ein kürzeres Spiel mit einem fantastischen Thema, wie ich finde. Auch hier, The Initiative, geht es natürlich um, ja, um dieses Agenten-Thema wieder. Ihr seht es hier, also allein dieser Aufsteller hier sagt schon ziemlich viel aus, wo wir was entschlüsseln müssen. Und ich, viel mehr weiß ich nicht. Ich kann mir dieses Spiel sehr, sehr, sehr schlecht vorstellen. Es ist ein Kampagnenspiel, wo bei jeder Kampagne halt eben zwischen 30 und 60 Minuten stattfindet und wir irgendein Puzzle entschlüsseln müssen, was mit einem Comicbuch zu tun hat. Ja, ich habe keine Ahnung, es gibt wohl eine fortlaufende Story. Es ist ein kooperatives Spiel, soweit ich es mitbekommen habe. Aber ja, also der Claim ist ein einzigartiges kooperatives Brettspiel über Story, Strategie und das Brechen eines Codes. Ich finde es faszinierend. Neben Glow ist das, glaube ich, das Spiel, über das ich am wenigsten weiß, mir aber noch viel, viel weniger vorstellen kann als bei Glow. Wenn ich diesen Dechiffrierer hier oben sehe, ne, was ist der Schlüsselsatz? Das wirkt schon fast wie der Teil eines Codename-Dings, also eines Codename-Aspekts. Ich habe keine Ahnung, ob es vielleicht eher ein Partyspiel ist, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber irgendwie, ich weiß nichts damit anzufangen. Aber ihr seht, dass es so weit oben ist, zeigt, dass ich es, ich kann nicht mal sagen, warum. Das ist, ich hätte vielleicht vor der Liste noch mal in mich gehen sollen, obwohl ich dieses Spiel schon lange, lange, lange auf der Beobachtungsliste habe und überlegen genau, was mich abseits des Themas so anspricht. Ich kann es nicht genau sagen, vielleicht werdet ihr dann erfahren, wenn ich es gespielt habe und auf dem Tisch habe, aber
man muss auch mal sagen, dass es eines der besten Covers überhaupt ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es sieht mega, mega gut aus. Und ja, ich freue mich. Wenn ihr mehr darüber wisst, da könnt ihr gerne mich spoilern. Sagt Bescheid, was ihr darüber wisst. Ich freue mich auf Initiative. Nummer 3. Nummer 2, und viele werden es schon erwartet haben, ist Terraforming Mars, die Ares-Expedition. Da muss ich mal sagen, weil ich es jetzt schon wieder sehe, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, was für eine Schweinerei, dass es bei 6,5 ist. Nicht, weil ich denke, man soll nicht bei Boardgame Geek seine ehrliche Meinung kundtun, definitiv. Aber ich habe mir die Bewertung mal angeguckt, weil ich dachte, warte mal, die Videos, die ich gesehen habe, das wirkt wie ein klasse Spiel, was mir richtig, richtig gut gefällt. Wo ich mir denke, hey, das ist genau das, was ich von Terraforming Mars oder an Terraforming Mars vermisst habe. Eine kürzere Version, runterdestilliert, mit ein paar coolen neuen Aspekten, komme ich gleich zu. Und die Leute, die es bewertet haben hier, die es mit 1 bewertet haben, sind, glaube ich, Terraforming Mars-Fans, die sagen, Terraforming Mars in 30 bis 45 Minuten finde ich kacke. 1. Ganz viele, ihr müsst mal durchgucken, von, sorry, Vollidioten, die einfach nur gesagt haben, ich habe es noch nicht gespielt, aber es kann nur schlecht sein. Es gibt das auch mit die gleichen Deppen, die das mit 10 machen, aber ja, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Designer Jakob Frixelius, der auch unter anderem das reguläre Terraforming Mars gespielt hat, ist wieder dabei, hat sich Sidney Engelstein und Nick Little dazu geholt als Designer. Und ich habe mir auch hier schon viele Videos angeguckt. Es ist ein Terraforming Mars Kartenspiel, so wird es angekündigt, klar, die Ares-Expedition. Wobei ich immer gesagt habe, hey, Moment mal, aber Terraforming Mars war im Großen und Ganzen schon ein Kartenspiel. Klar, gab es dann ein Spielbrett und dieses Spielbrett gibt es auch hier. Also wo ist der Unterschied? Nur kürzer? Nee, es hat nämlich diesen coolen, ich habe es eben schon mal erwähnt, Race for the Galaxy-Mechanismus, dass wir eine Rolle auswählen und dementsprechend einen Vorteil bekommen in der Rolle, die wir ausgewählt haben, aber jede Rolle von anderen ausgewählten Spielern auch mitspielen können. Das heißt, wir probieren immer ein bisschen vorzuplanen, was passt meinen Gegnern jetzt gerade gut in Kram, welche Rolle wähle ich, dass ich auch noch von denen profitieren kann und die hoffentlich nicht von meiner Rolle. Seit Puerto Rico gibt es das und auch wahrscheinlich schon davor mal ein bisschen. Ich liebe es in fast allen Spielen, wo es eingesetzt wird in Eminent Domain, was ich eben erwähnt habe, das hat das auch. Das ist einer meiner Lieblingsmechanismen, auch wenn er sehr simpel ist, finde ich den sehr, sehr cool als Aktionsauswahlmechanismus. Der hat mir vielleicht, ohne dass ich wusste, in Terraforming Mars noch gefehlt. Was mir aber auf jeden Fall gefehlt hat, ich habe es eben schon erwähnt, ist, dass es kürzer ist. Bei mir ist, und hier seht ihr die Auswahl, die 5 Phasen, die ihr auswählen könnt und die Sachen, die ihr dann machen könnt, dass Terraforming Mars das normale Spiel nicht unter 3 bis 4 Stunden zu Ende bringen war. Was auch an mir lag, weil ich dann denke, ich spiele lieber noch ein bisschen schön rum, als dass ich das Spiel zum Ende bringe, weil ich möchte jetzt noch ein paar Karten ausspielen. Ich glaube, das gibt es ja auch, dass man mehr Karten ausspielen möchte. Ich bin mir aber trotzdem sehr sicher, dass das Spiel in deutlich kürzerer Zeit zu Ende zu bringen ist. Es gibt von vornherein, was ich sehr, sehr gut finde, wobei, die gab es auch schon in dem Spiel, aber es wirkt, das ist nämlich ein weiterer negativer Aspekt, den ich beim normalen Terraforming Mars finde, diese Companies, die es am Anfang gibt, die einem eine Startfähigkeit und Startressourcen geben, die fand ich beim regulären Terraforming Mars Spiel, haben mir sehr, sehr schlecht aus den Startlöchern geholfen. Die ersten paar Runden Terraforming Mars fand ich immer sehr unspektakulär, bis es dann Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, dieses Spiel, anhand der Bilder, die ich bisher gesehen habe, nimmt schneller Fahrt auf. Und das ist auch sowas, wo ich mir dachte, die ersten 20, 30 Minuten von Terraforming Mars fand ich immer langweilig. Oder verhältnismäßig langweilig. Ich habe es trotzdem gerne gespielt. Aber ja, ich freue mich drauf und ich glaube, ihr habt es auch bei mir erwartet auf der Liste. Es ist bei vielen, 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 ist kein unbekannter Titel. Jetzt fragen sich nur viele vielleicht, was auf der Nummer 1 ist. Das sage ich euch sofort. Nicht aber ohne euch vorher noch ein paar Honorable Mentions mitzuteilen. Und zwar habe ich Sagrada Legacy vorhin schon erwähnt, als zweiter Teil der Nummer 12 von Klong Legacy. Dann Verrückte Fracht kommt beim Frosted Games Verlag raus, was ja, wie hieß es, das war auf der meiner Top-Liste die Spiele, die ich letztes Jahr erwartet habe. Cargo, Curious Cargo, genau so hieß es, habe ich immer noch nicht gespielt, aber ich freue mich jetzt drauf, dass das Zweispielerspiel, sozusagen die Zweispieler-Umsetzung oder zumindest sehr nah dran von Pipeline rauskommt. Aber ein Spiel, was ich letztes Jahr schon drauf hatte auf der Liste, fand ich jetzt, muss nicht nochmal drauf sein, obwohl das ziemlich weit oben dabei gewesen wäre auf die Spiele, auf die ich mich freue. Dann Carnegie Ultimate Railroads, die Neuauflage von Russian Railroads in einer super, super großen Box von Hans im Glück. Freue ich mich mega drauf. Ist aber kein neues Spiel. Hat hier nichts auf der Liste verloren. Ich will es aber trotzdem erwähnt haben. Funfair als zweites Spiel, was um Vergnügungspark geht. Da gibt es noch Unfair. Das war das gleiche Spiel quasi, nur mit sehr, sehr gemeinen Take That
Elementen, was vor ein paar Jahren rauskam. Das hat mir ziemlich gut gefallen, nur das Take That eben nicht. Deswegen freue ich mich jetzt, dass das ohne dieses Gemeine auskommt. Aber ich dachte, die Liste ist nicht groß genug für zwei von diesen Spielen, die im Vergnügungspark-Business handeln. Deswegen ist es bei DICE Theme Park geblieben. Und Now or Never, das zweite Spiel in der Serie von Nah und Fern und Oben und Unten, kommt jetzt, ich nehme an, Zukunft und Gegenwart, wird es so heißen? Gegenwart und Zukunft beim Schwerkraftverlag, wenn es da rauskommt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es 2021 überhaupt rauskommt oder dieses Jahr nur der Kickstarter ist. Wenn es überhaupt bei Kickstarter rauskommt, normalerweise ist das ja bei Garfield, nicht bei Garfield Games, bei Red Raven Games so. Und ich sehe gerade, ich bin die ganze Zeit klein. Sorry. Also, normalerweise ist das ja bei Red Raven Games so. Aber ich bin gespannt. Viele schöne weitere Titel. Eure Top-Titel bitte, auf die ihr euch freut, natürlich auch unter das Video in die Kommentare. Jetzt kommen wir wirklich zu meiner Nummer 1. Und zwar bin ich selber überrascht, dass das auf Nummer 1 ist, denn das war sehr, sehr früh auf meiner Liste drauf. Ich habe sehr viel über dieses Spiel schon nachgeforscht und sehr viele Videos mir dazu angeguckt. Aber dass es dann wirklich bei Nummer 1 ist, da war ich dann auch überrascht. Es ist ein Thema, was schon ein paar Mal jetzt auf der Liste vorkam. Nein, keine Angst, kein Agententhema. Es ist wieder Weltraum. Und zwar ist das The Search for Planet X oder die Suche nach Planeten X. Habe ich, wie gesagt, schon viele Videos drüber angeguckt. Es ist ein Deduktionsspiel. Und es sieht jetzt gar nicht so klasse aus. Also das ist jetzt nichts, was mich optisch total vom Hammer, vom Hocker reißt oder der Hammer ist. Aber es ist Deduktion pur mit App-Unterstützung, wo ihr eingebt, ihr sucht quasi auf diesem Planeten oder ihr sucht nach diesem Planeten im Weltall und könnt dann quasi, müsst rausfinden, in welchem Quadranten sich dieser Planet befindet. Könnt aber auch auf Gaswolken oder Meteoriten treffen und es gibt bestimmte Regeln, dass es neben, weiß nicht, Gaswolken jetzt keinen Planeten geben kann, aber hier könnte er sein. Und dann probiert herauszubekommen und die App zu fragen, wo könnte das sein? Ein bisschen so, wie das bei Alchemisten ist. Das ist auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ein Deduktionsspiel, und ich liebe Deduktionsspiele, vor allem, wenn sie sehr, sehr knifflig sind. Das ist hier so. Auch mit zuschaltbarer Schwierigkeit, wo man es schwieriger machen kann, wo man es leichter machen kann. Ihr seht hier unten leicht eingeblendet, ich muss mich mal gerade rausnehmen, hier unten auf diesem Rad seht ihr die ganzen Möglichkeiten, die es gibt, wo was sein kann, wo geguckt wird. Ich kann es nochmal hier größer machen. Wo ist es? Da, dass ihr wegkreuzt, wo ist was, wo kann was nicht sein, weil logischerweise, wenn es nur zwei Kometen gibt und ich habe schon zwei gefunden, kann in den anderen Quadranten keine Kometen mehr sein. Klingt sehr trocken, es spricht mich aber mega, mega an. Und ich habe kaum ein Spiel, was mich in kurzer Zeit, und damit meine ich so unter 60 Minuten, so einen coolen Deduktionsauftrag gibt, der sehr, sehr komplex ist. Es gibt gute Deduktion oder nennt man das? Was ist das Gegenteil? Das ist mal nicht Induktion, das sind die Herde. ihr wisst, was ich meine. Also es gibt ja noch, wo man quasi nicht rausbekommt durch logisches Denken, sondern auf eine andere Art. Mein Kopf ist komplett durch. Treasure Island, das war das, was ich gesucht habe. Da ist es ja eher, dass die Spieler vorgeben, wo was ist, wo ihr was sucht, wo ihr den Schatz sucht. Und hier gibt es halt eine App vor, die ganz klar die Regeln jede Runde verteilt und quasi sagt, so ist es und ihr müsst es bitte rausbekommen. Und durch diese App ist es halt so, dass keine Fehler passieren können. Wenn ein Spieler das leitet, ist es häufig mal so, dass eine Psychologie zwischen den Spielern entsteht und ihr vielleicht den Spieler eher liest oder lest, als die Regeln, die das Spiel eigentlich für euch vorbereitet hatte. Und das ist mit einer App eben eliminiert und das gefällt mir sehr gut, vor allem, weil es dann auch nochmal komplexer sein kann, ohne dass dann Spieler die ganze Zeit sitzen muss und irgendwelche Buchhaltung betreiben muss. Deswegen dieses Spiel schreit nach einer App. Ich finde es gut, dass eine dabei ist. Und ich hoffe, dass es das mir bringt, ohne jetzt Alchemisten zu ersetzen. Denn Alchemisten ist für mich nicht ersetzbar. Denn dieses ganze Drumherum, das Worker Placement, das liebe ich. Aber manchmal habe ich da, nicht manchmal, meistens habe ich gar keine Zeit dafür oder nicht so viel, nicht so viele Leute in meiner Spielegruppen, die das gerne mit mir spielen, weil eben auch die Zeit und das Ganze so sehr komplex ist. Und hier hoffe ich, dass es eine abgespecktere Version ist von der Deduktion her, aber genauso komplex. Und dann gegeneinander rausdeduzieren, wo der Planet ist, das rausfinden. Das spricht jetzt vielleicht nicht jeden an, aber hier, ich finde es cool, hinter seinem Bildschirm, seinem Sichtschirm quasi zu rätseln, wo was ist. Ja, ich, vielleicht enttäuscht er das jetzt als Nummer 1. Deduktionsspiel irgendeins, was ihr noch vielleicht nicht gehört habt, keine Ahnung. Ich freue mich sehr drauf und das ist das Spiel, was ich am ehesten aus der Packung rausreißen würde und sagen würde, so, ich fange sofort an. Ich glaube, man kann es auch alleine spielen.
Ja, 1 bis 4 Spieler. Angegeben ist hier, dass zu 2 bisher am besten ist. Ich würde es mit allen Spielrunden, die ich habe, mal ausprobieren. Dann, dass ich noch mehr Leute davon überzeugen kann, dass Deduktion was Cooles ist und dass es nicht nur Arbeit sein kann, sondern eben auch Spaß machen kann. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Nicht nur von die Suche nach dem Planeten X, sondern von allen meinen 13 und ein paar mehr Sachen, die ich erwähnt habe, spielen. Was sind eure Spiele, habe ich euch eben ja schon gefragt. Schreibt es gerne unter das Video. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Unter diesem Video. Oder unter jedem anderen in den Kommentaren. Danke, ciao.